Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid, liebe Freunde, auf einen Kaffee mit mir. Vanuatu. Diesen Namen sollte man sich merken. Das ist eine Insel im Südpazifik. Frauen aus dieser Region haben am heutigen Freitag den Weltgebetstag gestaltet. Ja, in über 120 Ländern, und das schon seit über 100 Jahren, feiern jeden ersten Freitag im März Frauen, Christinnen und Christen in der ganzen Welt ein Gottesdienst. Und ihr Motto ist: informierend beten und betend handeln. Ich bin froh und dankbar, dass wir heute hier auf unserem Kanal euch mitnehmen können in diese Welt, in das, was Christinnen dort bewegt und auch uns. Roswitha Rienecker, die schon lange dabei ist bei der Weltgebetstagsbewegung, und Ulrike Oppermann nehmen uns mit in diese Liturgie, in diesen Gottesdienst. Wir haben vor 14 Tagen schon von Annette Riedel einiges gehört, deshalb passt das sehr gut, dass am heutigen Freitag wir sozusagen den Weltgebetstag auf diese Weise mit euch informieren, beten und feiern. Schön, dass ihr dabei seid. Bis gleich. Inseln oder Inselgruppen, hat 258.000 Einwohner, das entspricht ungefähr der Stadt Aachen, und er ist mehr als 15.000 Kilometer von Aachen entfernt. Die ersten Menschen kamen vermutlich vor etwa 3.500 Jahren von Papua-Guinea nach Vanuatu. Im Jahr 1774 entdeckte James Cook die Inselgruppe und nannte sie Neue Hebriden. Ab 1887 standen die Inseln unter britisch-französischer Kontrolle und 1942 bis 1945 übernahmen die Vereinigten Staaten die Verwaltung. Endlich, dann im Jahre 1980, wurde Vanuatu unabhängig. Worauf bauen wir? Ist das Motto dieses Weltgebetstages. Worauf bauen wir? Fragen die Frauen, die auf Inseln von faszinierender Schönheit leben. Es ist ein Paradies mit Traumstränden, blauem Meer, Palmen, Korallenriffen mit bunten Fischen, mit einem Überfluss an Früchten, reich an Flora und Fauna und üppigem Regenwald. Es ist ein Südseeparadies, das für uns gefühlt am Ende der Welt liegt. Ja, worauf bauen wir, wenn die Besucher und Besucherinnen pandemiebedingt ausbleiben? Wenn Vulkane Angst und Schrecken verbreiten und Wirbelstürme das Land verwüsten? Vanuatu ist laut Weltrisikoindex weltweit am stärksten Gefährdungen ausgesetzt. An der Spitze der Gefährdungen stehen die Folgen des Klimawandels, die nicht durch sie selbst verursacht wurden, sondern durch die reichen Länder, durch uns. Die Existenz der Insel ist durch den Klimawandel, den damit verbundenen Anstieg des Meeresspiegels, das Absterben der Korallenriffe und die Erwärmung der Meere massiv gefährdet. Vulkanausbrüche von 7 aktiven Vulkanen kommen hinzu.
Immer öfter kommt es zu verheerenden Wirbelstürmen. Durch PAM, den schlimmsten Zyklon der Geschichte, wurden 2015 zahlreiche Menschen obdachlos und 96% der Ernte zerstört. Juliette Peter ist die derzeit bekannteste Künstlerin in Vanuatu. Sie hat in ihrem Bild PAM 2 die schlimme Situation in der Nacht, als der Sturm über die Insel hinweggezogen ist, für den Weltgebetstag nachempfunden. Eine Mutter beugt sich schützend über ihr kleines Kind und betet. Die Wellen brechen über sie herein. Doch eine Palme beugt sich schützend über die beiden. Die Palme hat starke Wurzeln und kann sich dem starken Wind beugen. Die Palme ist Juliettes Lieblingsbaum. Ein weiteres großes Problem ist die Vermüllung der Ozeane. Weltweit landet in jeder Minute eine ganze Müllwagenladung Kunststoffmüll im Ozean. Dies hat zur Folge, dass ein dramatischer Strom von Müll die Küsten erreicht. Vanuatu hat das weltweit schärfste Plastikverbot. Plastiktüten, Styroporbehälter, Trinkhalme, Einwegwindeln und Kunststoffbestecke sind strikt verboten und werden mit hohen Geldstrafen belegt. Worauf bauen wir? Was trägt unser Leben, wenn alles ins Wanken gerät? So fragen uns die Frauen und wir stellen uns vor, mit ihnen auf einer selbstgeflochtenen Matte zu sitzen und gemeinsam über diese Fragen nachzudenken. Wir kommen ins Gespräch und fragen zurück, was trägt euch? Sie antworten, die Gemeinschaft untereinander, das Verbundensein, der Glaube an Gott, den Schöpfer, der uns solchen Reichtum an fruchtbarer Erde, an Pflanzen, Früchten und Tieren geschenkt hat. Tusung, eine Verkäuferin mit einer Begabung für Haus und Handwerk, berichtet, ich mag es, Dinge erschaffen zu können. Wenn ich etwas in die Hand nehme, kann ich mir ein Design vorstellen und es umsetzen. Ich mag die Langsamkeit, langsam zu sein. Tusera, Supervisorin, erzählt, ich liebe, ich zu sein. Ich glaube, dass Gott jeden Menschen geschaffen hat, um etwas Besonderes zu sein. Und dass jeder einen Zweck hat. Sie müssen daran glauben, denn eines Tages werden sie nicht mehr hier sein. Und sie werden es bereuen, ihre Zeit damit verschwendet zu haben, sich niederzulegen oder sich von anderen niederschlagen zu lassen. Sie haben die Chance zu leben, also machen sie jeden Tag schön. Ich liebe die Güte in mir und ich möchte, dass mehr Frauen die Güte in sich erkennen. Es ist auch gut für ihre Gesundheit. Und ihr, worauf baut ihr? Wir überlegen, oftmals auf uns selbst, auf unseren Verstand und das, was wir leisten. Unser Lebensstandard ist recht hoch, der will gehalten werden. Aber wir brauchen auch Gemeinschaft und die erfahren wir im Gottesdienst und in unseren Gruppen. Das trägt uns, wenn es schwierig wird. Die Frauen aus Vanuatu nicken. Frauensolidarität kennen sie auch. Allein wären wir verloren. Wir haben keine Lebensversicherung, keine Rente, kaum eine medizinische Versorgung. Wir brauchen einander sehr. Wir brauchen euch. Wir brauchen Gott. Auf ihn als Grund bauen wir. Wie könnte das Gespräch weitergehen? Wenn Sie, liebe Besucher, mögen, können Sie in einer ruhigen Stunde einmal aufschreiben, worauf Sie bauen. Ich baue auf. Oder ich baue darauf das, worauf baue ich mein Leben, mein Lebenshaus? Auf was gründe ich mich? Was ist das Fundament meines Glaubens? Vermutlich wird Ihnen manches einfallen, was Ihnen Grund unter die Füße gibt. Zuversicht ihr Leben baut, die ist selbstbewusst, voll
Weitere Anregungen zeigt uns die Bibelstelle Matthäus 7, 24 bis 27. Es handelt sich um das Gleichnis vom Hausbau in der Bergpredigt. Wer klug ist, baut sein Haus auf Jesu Worte. Wer nicht klug ist, hört die Worte zwar, setzt sie aber nicht um. Der wird es ergehen wie eine Hausherrin, die erlebt, dass ihr Haus zusammenfällt. Jesu Anleitung zum Hausbau in Matthäus 5 bis 7 ist eindeutig. Auf Jesu Worte hören und seinem Beispiel der Liebe und Solidarität folgen. Es sind viele Anweisungen, die Jesus uns gibt, und der Gedanke, das schaffe ich ohnehin nicht, liegt sehr nahe. Aber gleichzeitig gibt Jesus uns Mut und Kraft. Wir müssen aufbegehren gegen alle Mutlosigkeit und scheinbare Ohnmacht. Und wir müssen erkennen, dass wir bei Gott geborgen und beschützt sind. Erst dann sind wir in der Lage, hilfebedürftige und uns anvertraute Menschen zu bergen und zu schützen. Das erlebe ich bei der Weltgebetstagsarbeit, bei der Frauenhilfearbeit und in vielen anderen Bereichen. Ich erlebe, dass wir wie ein Kind in Gott geborgen sind, gestärkt werden und darauf vertrauen, dass er die Welt am Leben erhält, durch und mit uns. Besonders in den Weltgebetstagsgottesdiensten erkenne ich, dass es auf der gesamten Welt viele Bauherrinnen gibt, die ihr Lebenshaus auf guten Grund bauen, auf ein stabiles Fundament. Und das Fundament unseres Handelns sind unsere Überzeugungen, Werte und unser Glaube. Der Rohbau ist schon fertig, das Richtfest kommt noch. Freuen wir uns darauf. Amen. Wir verbinden uns im Gebet mit Vanuatu und der Welt. Gott, du bist Anfang und Ende, und auf dir steht und gründet Vanuatu. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir uns für den Frieden auf der Welt und in unseren Familien einsetzen. Wir legen die Regierenden und das Volk von Vanuatu in deine weisen Hände. Wir wollen aufstehen gegen Ungerechtigkeit in unseren Ländern und Widerstand leisten. Gib uns die Kraft, für unsere Inseln, Völker und Nationen Verantwortung zu übernehmen. Wir beten, dass wir in Einheit, Liebe und Frieden mit ethnischer und kultureller Vielfalt leben können, wie in Vanuatu und vielen anderen Orten auf der Welt. Wir denken an die Menschen, die von Naturkatastrophen und Wirbelstürmen und Vulkanausbrüchen bedroht sind. Wir sorgen uns um die Menschen, die unter Abhängigkeiten leiden. Starker Gott, beschütze unsere Gemeinschaften vor der Katastrophe und vor Leiden. Heile die Seelen aller Menschen und lass uns deine Liebe spüren. Wir beten gemeinsam zu Gott. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unsere Vision ist eine Welt, in der alle Frauen selbstbestimmt leben können. Auf dem Weg dorthin brauchen wir Zeichen der Liebe, des Friedens und der Versöhnung. Eines dieser Zeichen ist unsere Kollekte, mit der wir weltweit über 100 Projekte unterstützen. Projekte, die Frauen und Kinder stärken. In diesem Sinne können Sie spenden auf das Konto Evangelische Frauenhilfe im Rheinland e.V., Bank für Kirche und Diakonie, IBAN DE 703506 0190 1010 229010. Verwendungszweck Weltgebetstag Vanuatu. Weitere Informationen über Vanuatu und die Weltgebetstagsarbeit finden Sie unter www.frauenhilfe-rheinland.de. Wir wünschen euch Gottes Segen. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt behütet.